bereits zum Frühstück müssen einige zum Match antreten. Worum geht es dieses Mal? Beim Match Italien dürfen die Teilnehmer der drei Bereiche im Big Brother Café Platz nehmen. Es erwarten Sie 15 Fragen zum Thema Italien. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Für das Team Atelier treten Melanie und Parsifal an. Das Kfz-Team wird von Anke und Silvia vertreten. Und aus dem Bauernhof sollen Bettina und Sharon mit ihrem Wissen über Bella Italia glänzen. Wie heißt der italienische Ministerpräsident? Es war aber nicht scheiße. Die Antwort lautet, wir haben keinen gleichen Schimmer. Silvio Berlusconi. Das ist richtig. Wie hieß die altrömische Göttin der Liebe? Aphrodite? Nee, Ulrich. Oh, dann schieß mal los. Wie heißt sie denn? Sharon und Bettina. Sharon und Bettina. Sag irgendwas. Venus. Das ist richtig. Ah! Liest man über das Land und man interessiert sich auch dafür, gerade wenn es um Politik geht und so weiter. Welche italienische Stadt ist für ihren Käse weltberühmt? Welche Stadt ist denn? Welche Stadt ist denn für ihren Käse? Grönland? Wie hast du Käse? Aber ich habe überhaupt nicht an Parma, an die Stadt Parma irgendwie gedacht und hab dann halt erst gar nichts gesagt. Mir ist Pisa irgendwie eingefallen, voll bescheuert. Ich weiß nicht, wie ist das denn? Eure Antwort bitte. Wir wissen es nicht. Parma ist in Parma. Eure Antwort? Parma? Das ist richtig. Welcher italienische Fluss heißt die Erdkörperteil? Po. Ich fand es allerdings schade, dass die Silvia da von Anfang an meint, ja toll, Italien, und das weiß ich und das kann ich und ich bin Italien-Fan und auch nicht wirklich viel dazu beitragen konnte dann zu dem Quiz. Was für ein Fluss hast du? Wie ein Körperteil. Nein, gibt's da Po-Fluss? Ja. Ich war auch noch nicht so oft in Italien und Allgemeinwissen ist nicht mein Ding. Italien ist ein wunderschönes Land auf jeden Fall und ich war ehrlich gesagt auch noch nicht so oft da. Es war einfach lustig, weil was könnte man sonst machen, wenn man irgendwas nicht weiß oder wenn man so nervös ist, kann man nicht einfach so ernst sitzen und ja und nein antworten. Es wäre noch lächerlich rübergekommen. Wenn die schon immer so kichert, dann muss ich auch lachen, weil die kriegt sich auch nicht mehr ein und die hat so eine besonders lustige Lache, meines Erachtens. Allgemein Wissen muss jeder besitzen, der eine mehr, der eine weniger. Ja, bei mir ist anscheinend der weniger gewesen.